Willkommen in Mordbü. Ein neuer Krimi ist aufgetaucht, spielt in Kiel, doppelten Sinne ein Debüt. Ein neuer Verlag, DCO Verlag, und Sylvia Crochot hat hiermit ihren ersten Krimi in eigenständigen Roman geschrieben. Sylvia Crochot ist Lehrerin, hat aber schon mehrere Geschichten veröffentlicht, Kurzgeschichten sahen es, hier jetzt ihren ersten Krimi. Es handelt von einem Missbrauchsopfer. Es beginnt aber in einem Prolog, wo ein Junge beobachtet, wie sein Vater seiner Schwester missbraucht und die Schwester dann auch eines Tages verschwunden ist und ein rotes Kleid nur zurückbleibt. Eine weitere Geschichte erzählt dann von einer Familie, die beim Zusammensein entschließt, dass das Mädchen, 13 Jahre jung, losgehen sollte und den Hund ausführen soll in den Murteichwiesen hier in Kiel. Der kleinere Bruder sollte eigentlich mit, will aber lieber mit seinem Spielzeug spielen und bleibt zu Hause, und das Mädchen mit dem Hund dementsprechend alleine loszieht, freut sich insgeheim, weil sie dementsprechend chatten kann mit ihrem Handy. Als sie den Hund losmacht, geht er seine Wege und ist auch plötzlich verschwunden. In einem Gebüsch wird sie fündig, ein übler Geruch hat sie dorthin gelockt und der Hund wurde ermordet und sie wird gepackt, missbraucht und der Täter kann ungesehen von ihr entkommen. Seitdem hat sie natürlich ein Trauma und die Familie gerät in einen Schockstarre. Und die Polizei, die hier anfängt zu ermitteln, Susan und Rainer sind es, beides Polizisten, die auch natürlich ihr Privatleben mit in den Fall hineinbringen. Rainer zum Beispiel, der immer wieder seine Frau erklären muss, dass er rund um die Uhr arbeitet. Susan mit ihrer Tochter, die halt auch Aufmerksamkeit verlangt. Der Fall wird dadurch ominös, weil Susan, die Hauptkommissarin, bei dem Protokoll, was das Mädchen abgegeben hat, liest, dass sie gesagt hat, es hat dort einen üblen Gestank gegeben, wie in einem Affenstall, wie im Zoo. Das hat sie irgendwo schon mal gelesen. Und sie wird fündig, es gab ein weiteres Missbrauchsopfer, das auch gesagt hätte, es hat dort wie im Zoo gestunken. Sie macht eine Recherche und findet auch weitere Fälle. Und Peter, ein weiterer Kollege, kommt hinzu, der schon mal an so einem Fall gearbeitet hat. Und es wird eine Soko gegründet. Ein unglaublich spannender Krimi, weil hier kriegt man schnell mit, dass es sich um einen Serienmörder-Täter handelt, der halt sein Unwesen treibt und halt dementsprechend halt auch das Leben der Tochter von der Polizistin in Gefahr bringen könnte. Sprachlich sehr gut gemacht, auch psychologisch toll durchdacht, weil dieses Trauma und diese Schockmomente, die Familien haben, denen sowas widerfährt, ist sehr gut eingefangen, dass man das sehr gut empathisch nachempfangen kann. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Krimi, der auch einen tollen Spannungsbogen aufsetzt und durch die Charaktere eine unglaubliche Nähe zulässt, dass man ziemlich schnell in den Fall versinkt. Kiel als Stadt, als Setting wird gut eingefangen, dass man vieles wiedererkennt. Müsste aber gar nicht sein, weil der Krimi, denke ich, auch überall funktionieren würde. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Denken Sie daran, das Böse lauert überall. Das Gute aber auch.